letzte Pokémon von dem Arenaleiter besiegt. Zwecki besiegt Kona. Nach den vielen verzweifelten Anläufen und Verlierungen, Verlusten, haben wir es dann mal geschafft. Na sowas, du bist ein würdiger Kämpfer. Ich reiche dir den Seelenorden. Zwecki gewinnt 4950. Pokédollon geht siegreich aus dem Kampf gegen Koga, den Arenaleiter, hervor. Da du Träger des Seelenordens bist, wird die Abwehr deiner Pokémon steigen. Ferner kannst du Surfer nun auch außerhalb von Kämpfen benutzen. Bitte nimm auch dieses Geschenk. Zwecki hält TM06. TM06 ist Toxin. Na gut, ich hätte lieber Psychokinese gehabt, aber was soll's. Es ist eine mehr als 400 Jahre alte Technik. Okay, haben wir es endlich mal geschafft. Das war vielleicht ein blutiger Kampf hier in dieser Arena mit dem Arenaleiter. Bin ich froh, dass wir hier raus sind, dass wir das geschafft haben. Dann mal schnell zum Pokémon Center. Mein Team ist sehr vergiftet und sehr geschwächt. Machen wir das. So, hier, hast du mal mein Pokémon. Bitte heile es und mach es wieder topfit. Nimm meine Pokémon. Mach sie gesund. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Dann kann es ja wohl weitergehen. Im letzten Part waren wir wahrscheinlich auch mal hier im Pokémon-Paradies, in der Safari-Zone. Kann sein. Oder war das schon der vorletzte Part? Hier geht es jetzt irgendwo weiter. Schauen wir uns mal um. So, was haben wir hier? Was machst du? Arbeitest du an deinem Pokédex? Professor Eichs Gehilfe ist kürzlich hierher vorbeigekommen. Okay, schön, dass Professor Eichs Gehilfe hier vorbeigekommen ist. Ich will jetzt sofort mal weiter hier auf die nächste Route. Schon ein Trainer hier. Ich hoffe, hier ist wirklich die nächste Route, wo es weitergeht. In die nächste Stadt. Möchtest du mit meinem Pokémon spielen? Nein, nicht wirklich. Aber ich werde es vermutlich müssen. Pfadfinderin setzt Konfenser ein. Knofenser. Entschuldigung, habe ich falsch gelesen. Ja, Glurak, der wird jetzt natürlich... Ne, Glutexo. Entschuldigung. Ich hatte Glutexo mit Glurak verwechselt. Sollte nicht vorkommen. Nein. Dann bringt mein... Ein Satz Komfort auch nicht viel. Nein. Glutex sollte man nicht verwechseln. Glurak ist ein bisschen größer und eleganter und besser. Da haben wir noch zwei. Da waren es nur noch zwei. Ich freue mich wieder, Pokémon Gelb zu spielen. Ich habe mich ehrlich gesagt in letzter Zeit, in den letzten Tagen nicht getraut aufzunehmen und das Spiel weiterzuspielen, weil der Arena-Leiterkampf mit Koga mich wirklich sehr verschreckt hat, muss ich sagen. Das war doch sehr mies im letzten Part, dort ständig zu verlieren. Nach dem dritten Versuch habe ich mir dann gesagt, ja gut, lässt es lieber bleiben. Schiebst es lieber auf. Aber aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Ich habe es dann aufgehoben, nicht aufgeschoben. Noch einmal Glut, dann haben wir auch das Mirabla besiegt, Level 29. Noch ein bisschen Training habe ich auch offscreen gemacht. Nicht sehr viel, aber ein wenig. Erreicht Level 25. Pfadfinderin Tangela, okay. Nein, die Tangela ist keine Pfadfinderin, aber die Pfadfinderin setzt Tangela ein. Ich war letztens mal das letzte Wochenende. Da war ich bei einer Veranstaltung, ich glaube, da waren eine Pfadfinder mit dabei. Ja, nicht nur glaube ich. Da waren ganz klar die Pfadfinder mit dabei. Ich glaube, ich werde dir sehen.
Die hatten bloß leider keine Pokémon. Die hatten kein Tangela mit dabei. Schade eigentlich. Hätte ich mal einen Tangela mitbringen können. Ja, nicht Spaß. Ich kann die Realität noch von der Wirklichkeit unterscheiden. Guter Satz. Den schreibe ich mir auf. Realität von der Wirklichkeit unterscheiden. Zwei 20 kann die Realität von der Wirklichkeit unterscheiden. Ihr wisst, was ich meinte. So, ich muss mal meinen Glutexo wieder heilen im Pokémon Center. Bis gleich. Eleganter Schnitt. So, jetzt können wir hier weiter. Glutexo ist wieder geheilt. Nächste Arena Route. Jetzt haben wir hier Route 15 Westen Fuxania City. Okay. Bin mir immer noch nicht sicher, ob wir hier wirklich durch müssen. Oder ob wir lieber woanders lang gehen sollten. Ja, wir werden sehen. Viele Trainer, die ich hier mit umgehe. Wieso nicht? Ja, und den Pokémon zu trainieren vielleicht, aber... Boah. Ich umgehe gerne Trainer. Hier, guck mal. Hier kommt man auch da dran vorbei. So schön, wie man die umgehen kann. Ich zeige euch hier ein Tutorial, wie man Pokémon Trainer umgeht. Ist eigentlich nicht so gut, weil mein Pokémon Team muss trainiert werden, aber... Ja. Der Spaß darf mir doch wohl gegönnt sein. In Prespania City kann man TM kaufen. VM besitzen allerdings nur wenige Personen. Es gibt ja ein paar Kämpfe, durch die müssen wir durch, wohl oder übel. Wie dieser hier. Vom Vogelfänger. Der Vogelfänger bin ich ja. Stets lustig heiß, hopp, sassa. Ja. Die Zauberflöte. Ach ja. Haben wir in der 5. Klasse mal aufgeführt als Klassenstück hier, als Schauspielprojekt. Das war schön. Erinnerungen. Blut! Verbrennen das Tauboga! Und macht den Vogelfänger unglücklich. Dann muss er seine Papagena erst holen. Nein. Böse. Böse, 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 böse. Nein. Aus. Böse Gedanken. Was ihr für perverse Gedanken habt. Meine Fresse. Ich habe echt Zuschauer hier. Ist nicht möglich. Jede Andeutung, bei jeder Andeutung fangt sie an, hier zwei durchzudenken. Das gibt's doch gar nicht. Ihr seid Leute. Unmöglich. Böse Zuschauer. Aus. So. Wer kennt denn die Zauberflöte? Schreibt's mal in die Kommentare oder vielleicht habe ich auch eine Infobox gemacht. Kann man mal abstimmen. Und wer kennt die Story von Zauberflöte? Ja, ich weiß, es ist ein bisschen klassisch und ein bisschen retro. Retro ist übertrieben. So ein bisschen könnte man dann so sagen, wer guckt denn sowas, wer hört denn sich sowas an, wer mag denn das? Aber ehrlich gesagt, es gibt schlimmere Sachen, muss ich sagen. Was, Imitank hat Blut eingesetzt? Seit wann kann ein Flug-Pokémon Blut Feuerattacken? Okay. Und was passiert hier? Warum habe ich das nicht schon längst besiegt? Warum ist das nicht effektiv gegen Blut? Ja, die beiden Traumpaare in Mozarts Stück Papageno und Papagena hieß es, glaube ich, in der eine Tamino und Tamina. Woran ich mich noch dran erinnern kann. Ist gefühlt 100 Jahre her und trotzdem kenne ich es noch irgendwie. Sarastro, der Bösewicht. Und hier die Königin der Nacht. Die ist ja schön. Die ist ja sehr schön, diese Rolle. Glutexo besiegt. Ja. Komfort, wenn man Komfort hat. Immer Aquaknarre. Komm schon, Philok, das schaffst du.
Sarastro, das Lied konnte ich auch mal. Da gibt es halt für jede Rolle irgendwie ein Lied und halt auch für jede Situation irgendwie. Die drei Knaben. Ich glaube, ich habe einen der drei Knaben gespielt. Das ist nur eine kleinere Rolle. Aber was soll's? Ich war mit dabei. In dem sehr laienhaften aufgespielten Fünftklasser-Spiel. Sollte man sich unbedingt mal antun. Irgendein Spiel hier von Zauberflöte. Interessante Sache. Kann man mal ein bisschen Kultur tanken. So, ich bräuchte das nächste Pokémon Center. Weil das Team ist sehr geschwächt. Ich muss wahrscheinlich noch ein paar Kämpfe aushalten, aber ich hoffe mal, hier geht's runter. Das gab es schon mal in Pokémon Diamant, dieses Labyrinth-Teils. Ich weiß aber nicht mal, wie das war. Pokémon Hartgold gab es das bestimmt auch. Und da war es in Pokémon Hartgold und in Diamant nicht. Jedenfalls gab es das irgendwo. Ich habe das schon mal gespielt hier. Ich weiß nicht mehr, wo es lang ging. Okay, hier ist nur eine Grasfläche, wie es ausschaut. Na, ja, das ist eine Sackgasse. Hier sind noch viel am Platz. So, zum Thema Klassenspiele, Klassentheaterstücke. Och nein, bin ich reingerannt. Ein Trainer. Oh Mann. Bin unterwegs und habe Rückenwind. Naja, kämpfen wir gegen den. Schon wieder ein Vogelfänger. Stets lustig, heißer Hopsasa. Ach ja. In Bezug auf Klassenspiele, da hatten wir drei, glaube ich, in der Laufbahn. In der Schullaufbahn. In der 5., in der 8. und in der 12., wenn ich mich richtig dran erinnere. Was haben wir in der 8. gespielt? Moment, ich muss noch zusammenkriegen. Gaukler-Zirkus oder Gaukler-Märchen. Gaukler-Märchen hieß das so ungefähr. Hat auch Ähnlichkeiten, hat gewisse Ähnlichkeiten zur Zauberflöte, muss man sagen. Ein bisschen die Traumwelt und so ein bisschen Sachen. Ja, ich laber hier die ganze Zeit über Kultur. Das wird einigen hier nicht gefallen, aber ich bin halt auch ein bisschen kulturell. Ganz heftig Kultur ist das Stück, was wir in der 12. Klasse gespielt haben. Ja, die Hamlet-Maschine. Das ist eine neue Interpretation von Hamlet, von Shakespeares Hamlet. Eine sehr verwirrende, sehr neuzeitliche und sehr noch ungeschriebene Hamlet-Sache. Hat relativ wenig noch mit Hamlet zu tun. Ist halt irgendwie ein zusammengepuzzeltes Etwas und lässt sehr viel Interpretationsweise offen. Da gibt es auch irgendwie Milliarden verschiedene Möglichkeiten, das aufzuführen und zu sprechen allein schon. Das war interessant. Was halt auch wirklich auf aktuelle Sachen bezogen werden kann. Nicht wird, sondern kann. Und halt auch sagen kannst, ich baue das Stück so um. Pikachu tot! Dass Pikachu tot ist, ja. Ich glaube, unter Umständen könnte man das auch machen. Die Hamlet-Maschine ist halt wirklich ein Stück, was man halt für sich umschreiben kann. Das lässt halt alles offen. Das ist prinzipiell nur ein Text. Kein Stück. Du kannst halt da alles rein interpretieren, was du willst. Du kannst halt auch, ich meine, ist ein bisschen verrückt, aber es ist möglich. Ich meine, du kannst auch Pokémon da rein interpretieren, wenn du umsetzen kannst, glaubwürdig. Viel Spaß dabei, Pokémon auf der Bühne umzusetzen, ohne dass es lächerlich wird. Und dann bitteschön. Es geht bei den meisten Stücken nicht so, aber die Hamlet-Maschine. Einfach mal googeln. Einfach mal oben in die Google-Suchspalte eingeben. Hamlet-Maschine. Da kriegt ihr, glaube ich, sogar den ganzen Text. Das sind nur 4-5 Seiten oder so.
mit sehr verwirrendem Text. Den muss man halt vorher analysieren und charakterisieren, halt deutschunterrichtsmäßig. Und dann mal gucken, wie setzt man das um. Und die ganzen Sätze da sind halt Sätze drin, wo man sich halt denken muss, ja, was meint der Text jetzt mit dem Satz, ich stand an der Küste und redete mit der Brandung. Zitat, Ende. Ja. Ich schaue schon heran in den Köpfen der Lyriker, die mir nicht zugucken. Nein. Ich glaube, es wird sehr wenig Deutschstudenten geben, die hier dieses Let's Play jetzt gucken. Also lass ich dieses Thema jetzt mal beiseite und nerve euch nicht mehr damit. Ich finde es ganz interessant. Mich brennen solche Themen sehr. Wenn es euch langweilt, ja, habt ihr hier halt was zu gucken, habt ihr halt den Kampf zu sehen. Tut mir leid, wenn ich dann euch mit gelangweilt habe, aber ja, muss auch mal in einem Part sein, dass ich darüber ein bisschen quatsche. Das sind halt meine Interessen und na, Interesse weiß ich nicht, aber mich interessiert's, mich juckt's. Da kommt's vor, dass ich mal drüber rede. Versteht ihr? Mich was juckt. Kommt's vor, dass man drüber redet. Okay, jetzt habe ich mich wahrscheinlich verlaufen. Wahrscheinlich, unwahrscheinlich habe ich mich verlaufen. Ach, das wusste ich. Ah, muss ja sein, dass hier was passiert. Mein Vogel-Pokémon sind gut auf Kämpfe vorbereitet. Wir müssen da rechts unten raus. Beim Labyrinth. Da, wo ich schon war. Bei den Zweiertrainern. Frage ist nur, wie kommen wir da raus? Da, wo ich war, das war eine deutliche Sackgasse. Einmal hier Blutstrahl einsetzen. Bringt, glaube ich, relativ wenig hier. Oh, Irrtum. Das bringt doch relativ viel. Schreibt es mir mal bitte in die Kommentare, wenn ihr schon mal dort seid. Welches denn euer Lieblingsschauspielstück ist. Wenn ihr in die Theater geht und falls ihr irgendwie Sachen so guckt und kulturmäßig halbwegs gebildet seid. Bis dann. Okay. Erstmal hier bis beibringen, dann weiterreden. Ja, bis wollen wir natürlich haben. Wenn es möglich ist. Welche Attacke soll vergessen werden? Nein. Nein. Oh, puh, nur Tackle. Habe ich jetzt blind draufgeklickt. Und Tackle ist in Ordnung. Kann man machen. Ich habe nicht gespeichert. Ich habe das letzte Mal vor dem Arena-Leiterkampf gespeichert. Das wäre jetzt tragisch gewesen. Das wäre richtig tragisch. Nee, das hätte ich nicht gewollt. So einmal Biss probieren. Ich weiß, Schlauke schon fast Game Over. Und das blinkende Geräusch hier, das Ding, 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 das nervt auch extrem, extremst. Aber wir müssen es noch ein Weilchen aushalten. Blubstrahl! Komm, mach es alle. Ich sagte, mach es alle. Noch einmal Blubstrahl. Mach das Habitat alle. Jo. Find die Schullektüre in der Schule auch relativ bescheiden. Um das mal hier mit anzumerken, wenn wir schon bei Kultur sind. Also Faust finde ich gar nicht so wild. Das finde ich, da bin ich halbwegs mal ein Fan davon. Die Geschichte ist gar nicht so schlecht. Kann man auch beibehalten, das zu lesen. Hat auch halbwegs Spaß gemacht. Für mich zumindest. Wir haben auch ein Theaterstück davon geguckt. Ich finde es irgendwie großartig. Ist natürlich in Goethes Schriftstil und in Goethes Sprachstil geschrieben. Das ist dann natürlich, ja, etwas schwerer verständlich, aber ja, ist halt so. Muss man halt ein bisschen nachdenken, sein Gehirn benutzen. Ich weiß, das ist
nicht immer ganz spaßig, sein Gehirn benutzen zu müssen, aber ist eine gute Sache. Beim Lesen auch mal nachzudenken. Dahingegen das Nibelungenlied, das mussten wir auch durchnehmen, die ganzen Sachen hier mit Nibelungenlied, hier, wie ist denn Percival oder Percival oder, ich kann ja auch nicht aussprechen. Und diese ganzen Sagen hier, das Nibelungenlied, schrecklich habe ich das gefunden. Das kannst du auch so gar nicht lesen. Und ist ein alter Meer und Wundersviel gesät. Das mussten wir auswendig lernen, die erste Seite. Es ist ja nicht nur Goethes Sprache, sondern das ist wirklich Althochdeutsch. Das ist die ersten Entwicklungen, die die deutsche Sprache überhaupt hatte. Das ist schaurig, das heutzutage zu lesen. Das ist, und das zu verstehen. Ja klar, man hat es dann, heutzutage gibt es glaube ich eine deutsche Übersetzung daneben, so eine halbwegs moderne Übersetzung, damit man es halbwegs verstehen kann. Also du musst natürlich im Deutschunterricht immer alles analysieren und charakterisieren und wir müssen aufhören davon zu reden, das ist furchtbar. Analysen. Ich habe mal meinen Lehrer im Deutschunterricht gefragt, ich mich mal gemeldet und habe gefragt, können wir mal ein Buch lesen, statt es zu analysieren und auseinanderzurupfen? Können wir das mal wirklich lesen, genießen? Es macht dann auch mehr Spaß, Faust zu lesen, wenn man nicht jede Seite nach der heutigen Krise in Griechenland aufwiegen muss und da gucken muss, was Fausts Liebesbeziehungen zu dem Gretchen mit der Freundschaft zwischen Putin und Trump zu tun hat oder was auch immer. Meine Güte, ich will ein Buch lesen, ich will nicht wissen, wie, warum, weshalb da irgendwer irgendwas geschrieben hat. Ich möchte das Buch nicht auswendig kennen. Ja, richtig aus. Ja. Wir sind durch hier. Hoffentlich gleich in der nächsten Stadt. Oh, auch noch ein paar Trainer. Ich muss mal kurz mal gucken, wie lange die Aufnahme schon ist. Dann müssen wir es vielleicht hier an dieser Stelle unterbrechen. Die 1-2 Minuten können wir noch, wenn es euch nicht stört, wenn ihr noch dabei sein wollt. Hier ist noch ein Trainer. Vielleicht erreichen wir so noch die nächste Stadt heute. Man sagt, für ein Kind würde ich gut kämpfen. Sagt man, dass du für ein Kind gut kämpft, sagt man sich das, dann wird das wahrscheinlich auch stimmen. Georg, du bist Taubsinier. Ich würde mal Schaufler verwenden. Ich weiß nicht, ob das gegen Flug-Pokémon irgendwie effektiv ist, aber das Taubsi steht ja scheinbar auf dem Boden, zumindest von der Animation her. Keine Wirkung auf Taubsi, ja, ich dachte es mir schon. Hat ja nichts damit zu tun, ob es auf dem Boden steht oder nicht, sondern wie es vom Charakter her ist, was es für eine Sucht ist von Pokémon. Okay, das ging schnell. Level 33. Ja, hier werden auch die Pokémon ein bisschen trainiert. Mauzi! Mauzi! Mauzi, Mauzi, Mauzi! Kanalmaskottchen! Ich habe noch keins fangen dürfen. Schade, aber ich darf immer welche sehen und kämpfen. Lea, die Unsterbliche, mein Maskottchen. In Pokémon Ultra Mond gibt es dann wieder Mauzis. Da kriege ich dann wieder Mauzi im Team. Bestimmt, da gibt es irgendwo auf dem Weg Mauzi. Habe ich in Pokémon Sonne doch auch geschafft, mir Mauzis zu fangen. Viele, viele Mauzis. Mauzi ist jetzt nicht das beste Pokémon, aber ich habe es jetzt einfach mal als mein Maskottchen genommen. Es ist jetzt einfach mal ein Maskottchen geworden. Gibt bessere Maskottchen, aber an Pikachu wäre das Maskottchen jetzt ein bisschen zu, ja, random gewesen. Und da habe ich das nächste süße Pokémon genommen. Mauzi ist schon irgendwie süß. Ein bisschen. Also ich fände es süß. Über Meinungen kann man debattieren, aber ich find's schön und süß. Ja, jetzt komm, greif doch mal an, Georg. Wozu bezahle ich dich hier? Achso, ich bezahle dich gar nicht.
Aber ich füttere dich nicht. Mit Tränken. Ich versuche dich mit Tränken. Ach, lassen wir diese Diskussion hier. Kämpfe gefälligst, mein Sklave. Nee, Spaß. Ja, kann man auch darüber diskutieren, ob das wirklich Spaß ist. Und ob man wirklich als Sklaven hält. Diskutieren. Ja, ist auch eine Sache, die nicht jedem gefällt. Das Diskutieren. Aber man kommt nicht drum herum im Leben. Man muss diskutieren. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Ja, und nach Fragen kommt dann diskutieren. Wieso ist das so? Warum? Ja, weil. Und dann geht's los. Und deshalb und darum und wieso? Ja, komm, mach's alle. Ging daneben. Wieso? Was? Warum? Genau. Es könnte sein, dass das Mozi der da geblockiert hat. Könnte man darüber diskutieren. Aber auch könnte man auch lassen. Man könnte es auch lassen, über einen Mozi zu diskutieren. Die Mühe ist es nicht wert. Man muss nicht über jeden Scheiß diskutieren. Noch ein Trainer. Können wir den irgendwie umgehen? Bitte. Sieht nicht so aus, aber über Kultur und zugleich über mein Leben berichtet. Meine Klassenspiele und so weiter. So, das sieht schon nach der nächsten Stadt aus. Können wir da irgendwie lang, ohne noch einen Kampf zu machen? Nein, können wir nicht. Da muss noch ein Kampf her. Besitzt du einen Mondstein? Wahrscheinlich. Würde mich nicht darauf verlassen, aber ich fürchte, ich habe einen. Ich besitze einen. Erreicht Level 34. Zwergi besiegt den Pfadfinder. Aua! Zwergi gewinnt 580 Burgdollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen den Pfadfinder hervor. Nein, da gehe ich nicht rein. Das Item brauche ich nicht so unbedingt. Das sieht schon nach der nächsten Stadt aus. Ein Häuschen. Keine Stadt, aber ein Häuschen. Mein Bruder ist der Profi-Angler. Ich liebe den Angelsport. Möchtest du auch angeln? Gerne doch. Cool, du bist mir sympathisch. Nimm das hier und genieße das Anglerleben. Zwergi hält eine super Angel. Angeln ist nicht nur ein Sport, es ist eine Kunst. Nun ziehe los, um den großen Fang zu landen. No, okay. Kann ich hier weiter? Pokémon-Kampf, wie kann der denn so weit gucken? Wie schafft er das denn? Elektrizität ist meine Stärke. Ja. Versteht man, wie man will. Okay, was sind wir hier? Sportangelzone. Und hier haben wir ein schlafendes Pokémon. Und das versperrt den Weg. Was wir da wohl machen können, um das schlafende Pokémon aus dem Weg zu bekommen. Das würde ich auch mal sagen. Erfahren wir im nächsten Part. Das schlafende Pokémon, das... Das bewegen wir am nächsten Part zur Seite. Bis dahin. Und drückt nach oben, sollte euch dieser Part gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr auf meine Kanäle seid und den nächsten Part mit dem schlafenden Pokémon nicht verpassen wollt. Gehabt euch wohl und haut rein. Bis zum nächsten Part Pokémon Gelb mit dem Zwergfest oder einem anderen Video. Ciao, ciao.